Wir haben heute ein offizielles Spiel in Kooperation mit Marvel, und zwar Marvel Snap. Dieses Spiel ist am 18. Oktober rausgekommen und seitdem bin ich es absolut am Suchten. Wir sehen hier im Hintergrund schon die ersten Karten und heute werde ich euch zeigen, warum ich dieses Spiel seitdem bis in die Nacht gespielt habe. 3 Uhr nachts war es letztens. Ich suchte es auch auf dem Nachhauseweg oder sonst irgendwo, wenn ich irgendwo hingehe. Absolut geil, wir sehen schon im Hintergrund, wir haben da die ganzen verschiedenen Helden, die wir aus Marvel kennen. Gerade für alle Marvel-Fans optimal und damit würde ich sagen, wir sehen hier schon den absolut geilen Trailer. Ich werde euch das Spiel gleich ein bisschen erklären und werden live versuchen, meinen aktuellen Rekord zu überbieten und einen neuen Rekord aufzustellen. Und damit, let's go! Und damit befinden wir uns im Spiel und wie ihr seht, habe ich auch extra für dieses Video eine ganze Menge Belohnungen nicht eingesammelt. Sprich, am Ende werden wir alles abholen und hoffentlich dann eine ganze Menge an neuen Karten freischalten. Und wir sehen hier, das ist meine Liga. Wir beginnen ganz unten, ne, und dann so Eisen, Bronze, Silber und wir können jetzt tatsächlich in Gold aufsteigen. Und das ist für die wenigen Tage, die das Spiel raus ist, schon eine ziemlich krasse Leistung. Dafür müssen wir jetzt hier zwei Ränge praktisch noch hoch auf, Rang 40 Gold. Und schalten dann dort auch das Profil mit Spider-Man frei. Das ist das heutige Ziel und damit würde ich sagen, wir legen direkt los und ich bin absolut gehypt. Wir haben übrigens, um dorthin jetzt schon zu kommen, über 120 Siege habe ich ungefähr schon holen müssen in dem Game. Und damit sind wir drin im ersten Game und wie ihr seht, starten wir mit 4 Karten, die wir zur Auswahl haben und 3 Locations. Es geht immer darum, jede Runde dürfen wir eine Karte platzieren, wir kriegen immer mehr Energie. Die Energie sehen wir hier rechts unten. Wir haben jetzt zuerst 1, danach 2 bis hin zu 6 Energie. Also, wir starten erstmal rein mit der ersten Karte. Das ist jetzt hier Quicksilver, der sollte hier hoffentlich gehen. Und setzen mal jetzt hier in die zweite Location. Ziel ist es immer, mehr Locations als der Gegner zu kriegen. Er hat jetzt hier eine Karte gesetzt, das ist ein bisschen mies. Da bekommt er einen Bonus, wenn wir eine Karte an dieselbe Location gesetzt haben. Also ein bisschen unlucky an der Stelle. Okay, wir haben 2 Energie, wir haben jetzt nicht allzu viel Auswahl im zweiten Zug. Wir haben jetzt die Karte hier. Der Vorteil von Colossus ist es, dass wir keine negativen Effekte haben. Also setzen wir ihn einfach mal hier in den dritten Ort. Oder nee, wir setzen ihn vielleicht sogar hier hin. Weil hier kriegen wir ja minus 1 Stärke, steht bei dem Ort. Aber wir kriegen nicht minus 1 Stärke, weil der nicht beeinflusst werden kann. Das ist ja seine Fähigkeit. Also schauen wir mal. Okay, Gegner setzt diese Hexe ein. Die ändert den Ort. Kacke. Und jetzt wird noch eine Handkarte abgeworfen. Oh je, von beiden. Oh je. Egal. 3:3 auf der ersten Location damit. Die letzte Location wird aufgedeckt. Mit jedem Zug wird eine neue Location aufgedeckt. Da hinten steht, 6 Karten kosten 1 weniger. Also Karten mit 6 Kosten kostet nur noch 5. Ist in Ordnung. Was wir jetzt am besten gehen ist, wir haben jetzt die Wahl zwischen ihm hier. Da ist vor allem geil, wenn wir viele Karten auf Location haben. Wir gehen langsam mit Mr. Fantastic. Der kann außen hinboxen und da macht er noch da. Der macht seinen Job außen. Okay. Dr. Strange ruft die beste Karte, glaube ich, rüber mit der höchsten Stärke. Und Mr. Fantastic macht hier außen. Okay, es passt. Wir sind jetzt im 4. von 6 Zügen. Okay, bisher führen wir. Wenn wir denken, dass wir gewinnen, können wir oben auf Snap drücken und dann kriegen wir mehr Belohnungen, also mehr Würfel. Wir brauchen heute 20 Würfel, um aufzusteigen, um auf Gold zu kommen. Wir machen jetzt mal den hier und beenden. Okay, Gegner sitzt an dieselbe Location. Wir kriegen hier einen Bonus für jede Karte, die wir auf der Stelle haben. Das heißt, wir sind jetzt aktuell vorne und es sieht gut aus. Wir sind im 5. Zug jetzt 2:1 in Führung. Wir führen an 2 von 3 Locations. Okay, ich denke, wir können gewinnen. Wir machen jetzt mal den Snap. Das heißt, wir kriegen, wenn wir gewinnen sollten, im nächsten Zug schon mindestens 2 Würfel. 20 brauchen wir heute. Setzt den Hulk jetzt hier hin. Der gibt uns 12 Stärke. Auf geht's. Okay, er hat jetzt hier oben was gesetzt. Diese Figur sitzt ein Tiger an einer anderen Stelle. Jetzt ist er dort schon ein gutes Stück vorne. Wir können das schaffen. Wir sehen es im finalen Zug. Wir haben genau 3 Karten, die genau 6 Energie kosten. Die müssen wir jetzt irgendwie platzieren. Okay, Medusa gibt einen Buff in der Mitte. Das passt perfekt. Dann hätten wir... Oh je, jetzt wird's schwierig. Dann setzen wir jetzt hier komplett auf rechts. Weil hier links haben wir nur einen knappen Vorsprung. Wir gehen auf die Mitte und auf rechts. Ich hoffe, wir schaffen es damit. Okay, ich hoffe, es klappt. Es kann auch schief gehen. Ich bin jetzt auf links gegangen. Ist halt jetzt ein bisschen spekulativ. Okay, okay. Mitte ist schon mal gut. Jetzt die Frage. Wir liegen halt noch 6 hinten. Wir kriegen noch einen Buff gleich. Okay, jetzt kriegen wir wieder 2 hier. Und wir kriegen nochmal mit Ironheart. Komm, bitte. Auf die Mitte, auf die Mitte. Ausgleich. Okay, jetzt wird es ganz knapp. Jetzt wird es ganz, ganz knapp. Was? Oh Gott, nein. Was außen? Haben wir? Haben wir es? Es ist knapp, es ist knapp. Wir haben mehr Punkte insgesamt. Wir haben mehr Punkte insgesamt. Wir gewinnen, let's go. Okay, jetzt sind wir links vorne. Ja, das ist ein weißer Tiger, bitte. Okay, er wird nach links gesetzt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Okay, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. Die auf der rechten Seite gespielten Karten werden mit 25%iger Chance zerstört, müsst ihr wissen. Okay, wir gehen jetzt einmal hier nach links. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier in die Mitte mit Hulk. Okay, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Wir haben die Mitte safe. Was ist mit der Karte, Mr. Fantastic? Die bringt uns hier wenig. Und ich glaube, wir haben es.
Wir haben es, Leute, ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Da haben wir den Sieg. Es hat mich so viel Zeit gekostet. 1,5 Stunden ungefähr. Wir sind Gold. Wir können zum Opening kommen. Also, wir können alles upgraden jetzt. Da sehen wir es zum ersten Mal. Da haben wir den goldenen Avatar erstmal. Den können wir uns auch direkt einmal ausrüsten. Und damit kommen wir zu den ganzen Sachen, die wir uns aufgespart haben. Was werden wir jetzt freischalten? Schaut euch die ganzen Missionen an. Insgesamt 12 Missionen, die wir jetzt hier einfach abholen können. Damit haben wir 6 weitere Stufen im Pass erstmal. So sieht das Ganze aus, als Beispiel jetzt hier Ant-Man. Den können wir jetzt auf Episch upgraden. Das Ganze ist nur kosmetisch, also kein Pay-to-Win. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt animiert einfach. Das heißt einfach ein cooleres Kartendesign nochmal. Und das können wir die ganze Zeit machen. Und dann können wir gleich, ja, eine ganze Menge praktisch im Fortschrittspfad abholen. Da sehen wir es schon, ja. Das wird krank werden. Und wir haben die erste Karte auf Legendär. Das ist eins drüber. Glänzendes Logo. Habe ich jetzt noch nie gesehen bisher. Lol, so sieht das Ganze nochmal aus, Alter. Und wir haben sogar das epische Upgrade für Hulk einmal. So sieht das Ganze aus, wenn er hier animiert wird. Lol. Und wir kriegen die dritte Karte auf Legendär. Wir sehen es hier einmal, Kamora. Let's go. Oh, okay, der sieht krass aus, nochmal Legendär hier. Oh, wir haben den ersten auf Ultra, das ist maximale Level zum ersten Mal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Animierter Rahmen, auf geht's. Lol, das ist das krasseste Level, soweit ich weiß. Damit haben wir in 10 Minuten alle Upgrades gemacht und kommen jetzt zu 54 Stufen. Hä? Wie viele Karten kriegen wir denn da bitte? Oh Gott. Oh Gott, was habe ich getan? Okay, das ist das krasseste Opening, das man wirklich erspielen könnte. Dafür haben wir viele, viele Stunden spielen müssen. Auf geht's, was kriegen wir? Neue Karte. Wenn wir eine Karte spielen, plus 1. Sie hatten die vorhin gesehen. Und die nächste. Verdopple deine fortlaufenden Effekte. Amor. Oh, damit können wir, die Karten können nicht zerstört werden. Auch geil. Und fortlaufend. Der Standard zu rechten hat plus 6 Stärke. Wenn eine der Karten zerstört wird, fliegt diese aus. Okay, finde ich jetzt nicht so krass, den Engel. Den finde ich weird. Und was ist das denn? Oh, Nova. Plus 1 Stärke, wenn es zerstört wird. Ersetze diesen Standard mit einem zufälligen neuen. Ah, diese Hexe, die hätten wir auch gesehen. Aber krass, dass wir alles kriegen, ne? Professor X, sperre diesen Standort. Damit können keine Karten mehr hinzugefügt oder entfernt werden. Das ist bestimmt auch ein guter Vorteil. -3 Stärke, wenn der Gegner hier 4 Karten hat. Ja, die finde ich kacke, die Hexe. Und Morph. Oh, damit können wir, das ist krass. Damit können wir zu einer zufälligen Karte eine Kopie werden. Ist halt sehr zufällig. Kork, mische einen Felsen. Lol. Du siehst diese Karte immer in Zug 6. Aber bringt mir das was? Dann haben wir Kraven, wenn die Karte hier... Okay. Oh, Cosmo. Lol, ist ein Hund. Aufdeckeneffekte, was? Oh, das ist dieser Watcher. Damit können wir die Standorte aufdecken. Damit können wir vom Gegner eine Karte ziehen einfach. Und Swordmaster, wirf eine Karte aus seiner Hand ab. Oh, der ist stark, der ist sehr stark. Damit können wir Karten verschmelzen lassen mit Hulkbuster. Oh, ja, den will ich, Rocket Raccoon. Damit können wir, wenn wir predikten, wo der Gegner hinsetzt, kriegen wir plus 2. Lady Sif, okay. Die White Queen, zieh eine Kopie der Karte mit den höchsten Kosten, ja. Und die letzte Karte ist nochmal Enchantress. Entfernt die Effekte aller fortlaufenden Karten. Damit würde ich sagen, wenn ihr euch Marvel Snap runterladen wollt, schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei. Ich habe, wie gesagt, schon ja sehr, sehr viel bis in die Nacht gespielt und bin inzwischen sogar auf Gold. Also wenn ihr mich überholen wollt, ist eure Chance, ohne Pay-to-Win voranzukommen, jetzt gekommen. Schaut gerne vorbei. Leute, das Spiel herunter und ja, viel Erfolg. Vielleicht kommen manche von euch auch höher als ich, aber ich glaube, Gold wird nicht so leicht werden. Habe ich viel reingezockt.